So, wir sind hier angekommen in Willich, ja. Etwas später. Wir hatten einen Termin 5 vor 4. Aber wir haben 18 nach, weil der Straßenverkehr sehr chaotisch hier war. Ich mag das auch nicht, wenn jemand zu mir zu spät kommt. Aber ich komme immer zu spät. Ja, warum auch immer. Das passiert immer bei uns. Das ist natürlich Mr. Schlaumeier. Du siehst, dass das so einfach ist, oder? Also manche, die haben echt Augen da, wo auch immer. Hier ist alles voll. Also optisch sieht es schön aus. Das Autohaus war ich noch nie, ehrlich gesagt. Lass ich hier rein? Oh, ich glaube, wird schwer mit den Türen. Oh, also mit der Tür wird schwer. Oh, sehr freundlich. Nicken und knicken. Ich glaube, rückwärts können wir rein, oder? Oder gibt es da hinten noch andere Parkplätze, wo man parken kann? Bestimmt. So ein riesen Ding hier. Also hier stehen so viele Porsches. Boah, wirklich. Voll. Also ehrlich, ich war noch nie bei einem Porsche-Händler, der so viele Porsche-Modelle hier stehen hat. Kann man auch noch parken. Gefällt mir. Ganz, 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 ganz groß. Ich habe mich einmal in einem Video über ein Porsche Center beschwert, weil die so nicht so schön nett waren und so weiter. Und ich glaube, daraufhin hat uns dieses Porsche Center eingeladen. Und ich guck mal, was so abgeht. Bin gespannt, ob die so nett sind. Hier sind auch alles voll. Puh, Olli. Ich tue es einfach. Nein, sonst habe ich keinen Parkplatz hier. Ich weiß nicht, wo Dings hier. So, Feierabend. Gehen wir rein. Endlich da, Frau Belzig. Was? Endlich da, Frau Belzig. Ja, sicher. Nimm mal Jacke mit, sonst kann sein, dass du harte Nippel bekommst, weißt du? Ja, kalt ist kalt, Kollege, ne? Boah, guck mal, was hier alles steht. Ei, 9 und 3. Also das nennt man ein Porsche Center. Hybrid, auch nicht schlecht. So sieht's aus. Bin gespannt. Ja, hier ist eine Werkstatt auch voll. Scheint zu laufen. So, guck mal, das ist ein Facelift. Da hat jeder jemanden foliert, aber glaube ich nicht richtig. Nein, Spaß. Neuwagenauslieferung. Schön. Jetzt müssen wir aufhören zu filmen, weil da sind ganz viele Kundenfahrzeuge mit Kennzeichen. Bis gleich. Guck mal hier, kannst du vom Boden essen. Kannst du vom Boden essen. Fast wie bei uns. Ja, also das ist auch so. Ist so. Ist so. Ja. Oi, oi, oi. Jetzt laufen wir ein bisschen nach hinten, weil wir sind nicht einfach so hier hingekommen. Ja, wir schauen uns was richtig Cooles an. Ja, und das ist kein 911er oder Macan, sondern was richtig Cooles. Und was sehen wir? Wir sehen nichts. Ja, sozusagen willkommen in der Taycan. Wir haben also eine ganze Halle dafür gebaut. Mit einem riesen Team. Und geht einfach mal vor. Ich würde euch diesbezüglich vielleicht folgen. Ne? Okay. Okay. Wow, sieht aber cool aus. Haben wir es extra für dieses Auto hier aufgebaut? Das ist normalerweise eine große Fläche, eine große Halle, die seit 12 Jahren nicht genutzt wurde. Wir haben uns entschieden, nicht nur einen Tag zu präsentieren, sondern 10 Tage. Okay. Und im Grunde dem Motto zu folgen, wir wollen nah am Menschen sein und im Grunde Persönlichkeit soll im Fokus stehen. Wir haben 2000 Gäste eingeladen.
2000 Gäste. 2000 Gäste. Okay. Und es gibt pro Tag 4 bis 5 Zeitslots, die dann vom gesamten Team vorne begrüßt werden. Und dann im Grunde immer wieder das Programm von A bis Z läuft, was wir jetzt natürlich nicht ganz sehen können, da die ersten Gäste jetzt gerade schon im Zeitslot sind. Aber zumindest vielleicht mal den ersten Film. Dazu möchte ich sagen, haben wir die Stimme mal darauf konzentriert. In der Mitte gibt es einen offiziellen Porsche-Film mit einer offiziellen Synchronstimme von Porsche. Und davor und dahinter ist der Kooperationspartner Gil Oferim, der so lieb war und hat dann aus einem Film unseren gemacht. Und das können wir uns jetzt einmal anschauen. Also spielen den bitte mal einmal ab. Also wir sind so ein bisschen zu spät, deswegen so ein bisschen kompliziert. Aber jetzt gehen wir rein. Wo geht man hier rein? So dunkel. Jeder jemals gebaute Porsche hat eine. Und wird immer eine haben. Dann dürfen Sie einmal reinkommen. Herzlich willkommen in der Taycan World. Cool, haben die extra aufgebaut für ein Auto. Also so ein Riesenaufwand, ja. Also ich hab einen guten Herrn hier noch nicht vorgestellt. Das ist der Carsten, ich kann dich ja glaube ich duzen, ne? Ja, das ist der Carsten und der ist der Geschäftsführer hier vom Porsche Zentrum Willich. Ja? Und er zeigt mir so ein bisschen hier alles. Das stimmt. Und im Übrigen ist es nicht ein Auto, sondern das Auto. Der Taycan. Der Taycan. Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr die größte Konzentration auf dieser Modellreihe, weil es einfach die Neuheit für uns ist. Mhm. Porsche elektrisch wird im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, wenn man in die Historie zurückgeht, waren wir sogar einer der ersten, ich glaube das erste Elektroauto tatsächlich auf dem Markt hatten. Und da fuhr man eher noch mit Kutschen. Ja? Aber in letzter Konsequenz ist es so, dass wir sehr stolz auf den Taycan sind, weil der wird für uns neue Maßstäbe setzen, auch für die Kundschaft. Und diesbezüglich haben wir einfach mal die 4 Elemente der Natur aufgegriffen. Und vielleicht schauen wir einfach mal um die Ecke, da geht es nämlich noch ein bisschen weiter im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ich war ganz so schwitzig, ich muss die Jacke ausziehen. Mir wird's heiß hier. Ja, danke schön. So. Wir haben jetzt hier zwei Modelle, einmal den Turbo S und einmal den Turbo in zwei unterschiedlichen Farben. In jedem Fahrzeug gibt es auch Verkaufsberater oder Frau Kaspers, unsere Technologieexpertin, die natürlich auch tief Fragen beantworten kann, also wirklich was die Seele des Fahrzeugs anbelangt. Das ist schon echt was Besonderes. Wo ist der Leistungsunterschied bei den beiden? Also beide haben eigentlich einen Basis-Elektromotor von 635 PS. Da unterscheiden die sich in der Regel nicht, aber im Turbo-Boost, das heißt die maximal zur Verfügung gestellte Leistung von 3 Sekunden, ist Turbo und Turbo S unterschiedlich, wobei der Turbo S bis 761 PS in der Spitze. Unglaublich, also beschleunigt von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Aber man kann sich viel über Zahlen, Daten, Fakten unterhalten. Ich kann nur sagen, pure Emotionalität, unglaublich. Also die Porscheaner unter uns, die wissen, wie beispielsweise ein Turbo S aus dem Stand 200 Meter zurückliegt. Ich sage jetzt nicht 200 km, sondern 200 Meter. Die wissen vom Bauch her, was das für ein wahnsinniges, tolles Gefühl ist. Und welche Kraftentfaltung beim Turbo S, also Fahrzeuge, die wir kennen, seit Jahren kennen, was das für ein Gefühl ist. Man hat uns damals erklärt, bevor wir uns ins Fahrzeug gesetzt haben, bei absoluter Sicherheit natürlich, aber dieses Gefühl, wisst ihr, wenn ein Turbo S 200 Meter zurückliegt, was für ein Druck aufkommt, dann natürlich wissen wir das. Dann hat man uns gesagt, okay, könnt ihr euch vorstellen, dass der Taycan
in derselben Zeitspanne nicht 200, sondern 400 Meter zurücklegt. Ehrlich jetzt? Das konnten wir nicht glauben. Das ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich also phänomenal. Porsche hat klar gesagt, das Thema Elektro, wir wollen also dem Thema eine Seele bringen. Und da fanden wir einfach meistmögliche Wertschätzung vor Produkt, aber auch erstrangig vor Kunde, dass wir einfach mal etwas anderes machen und im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene kleine Welt aufbauen. Ne? Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ne? Also, was man so ein bisschen schon am Anfang mitbekommt, macht mich sehr neugierig auf das Auto. Ja? Ich habe schon ein paar Porsche-Modelle gehabt, aber so Turbo oder Turbo S noch nicht. Ja? Was nicht heißt, dass ich davon abgeneigt bin. Ja, vielleicht zaubern wir hier was Schönes. Ja, oder so ein Taycan. Ich glaube, das wäre, glaube ich, so meins. Ja, ich mag eher schon eher so Limousinen und so weiter, das wisst ihr aber auch. Ja, und ich bin schon eher der Porsche Panamera-Fahrer. Ja. Deswegen habe ich einen 911er noch nie gehabt. Ja. Aber ich glaube, das Ding wird so meins. Ich bin mal gespannt. Wir können vielleicht mal an das Fahrzeug rangehen, weil da sind gerade etwas weniger Kunden. Okay. Den Sitz. Bin ich nicht wichtig, aber ich bin nicht der kleinste Mensch. Wenn ich den Sitz jetzt nach meiner Größe einstelle, so dass ich komfortabel im Grunde fahre, dann wäre das meine Sitzposition. Ja. Und jetzt setze ich ruhig mal erstmal hinten rein, das finde ich mir nicht erstaunlich. Ne? Oh ja? Also das zum Thema Sportwagen und ich bin Panamera-Fahren gewöhnt. Da muss man sich im Bereich Platz nicht wirklich einschränken. Nee. Olli, du musst ja gleich filmen, was für ein Panoramadach das ist. Also, das ist riesig. Also, wow. Ich bin echt beeindruckt. Wirklich. Ihr wisst, ich habe schon alles durchgehabt. Ja? Von Ferrari, McLaren, alles durch. Aber das Ding ist auch vorne. Guck mal, ich muss gleich alles abdrehen. Wirklich, also, ich gebe mir ein paar Minuten, ich genieße das so ein bisschen erstmal und dann filmen wir weiter. Also, wir sitzen drin bei dem Taycan, Porsche Taycan, und das fühlt sich alles richtig, richtig gut an. Ja, die Instrumente hier, guck mal, alles neu, ja, vom Tacho bis hier, also die Mittelkonsole, die ganzen Bedienelemente, ja, also ist alles neu, wirklich. Ich kenne nichts hier aus dem Auto von dem Panamera. Ich habe zuerst gedacht, bei Google so ein bisschen, was man so die ersten Bilder gesehen hat, das wird mehr oder weniger ein Panamera mit Elektromotor. Ist es aber nicht, wirklich nicht, weil auch die Lüftungsschächte ist alles, guck mal da, Olli, ist alles neu, ja, also da gibt es nichts, wo du sagst, oh, das ist Panamera oder sowas, das finde ich sehr schön, ja, und hier so Knöpfe, alles per Touch, voll schön, also, wow, ich bin echt sehr, sehr, sehr beeindruckt von dem Auto, 81%, guck mal hier, 81%, 266 Kilometer, ich schätze mal so 300 Kilometer wird realistisch mit dem Auto. Ja, und ich glaube, wir sollten uns so ein Ding anlegen, ja. Guck mal hier, diese Panoramadach. Das ist ja kein Panoramadach, das ist ein Glasdach. Glasdach, das ist komplett aus Glas. Also wirklich sehr, sehr, sehr groß, ja. So ähnlich wie bei Sternehimmel bei dem Rolls-Royce, ja. Auch die Sitze, sehr, sehr, sehr schön, fühlt sich gut an. Ja. Viel Platz. Viel Platz. Also wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Auto. Ja? Guck mal hier, wie der Tachograf schön verbaut ist, wirklich. Sieht sehr schön aus. Auch hier, das mag ich. Ich mag bei Porsche einfach, weil das alles aus Leder ist, so hochwertig verarbeitet ist. Also wirklich Porsche, auch die alten Panameras von mir. Ich habe mittlerweile den ganz ersten, dann den ganz neuen habe ich auch schon gehabt. Und die waren alle wirklich sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Ne? Also von der Verarbeitung sehr gut, wirklich. Ja? Das ist Porsche. Porsche ist einfach die höchste Liga. Ja? Auch vom Preis natürlich etwas gehobener, aber wenn man vergleicht zum Beispiel zum McLaren, Ferrari, Lamborghini, ist schon günstiger, finde ich, die Porsche. Und von der Qualität viel, viel besser. Ich glaube, wenn wir dann fahren dürfen, ne, ich glaube, habe ich Grinsen von hier bis hier. Also habe ich wirklich so, ich glaube, so 360 Grad Grinsen. Ja, das will ich sehen.
Also mein Fazit von dem Auto ist einfach Tico Taco. Wirklich sehr, sehr, sehr schönes Auto. Und ich bin wirklich jetzt, ich freue mich jetzt schon, wenn ich da fahren darf. Ja. Wird ungefähr in 2 Wochen passieren. Das machen wir auf jeden Fall, einen Film darüber. Und ja, seid gespannt. Also die Jungs, die haben sich echt, echt Mühe gegeben hier. Ne? Für alles. Guck mal, die ganzen Bäume, die ganze Halle umgebaut. Für diesen Monster. Ich nenne das Auto einfach Monster, weil die Daten, ja, was der Carsten uns gesagt hat, wenn die so stimmen, dann wird die Mann wirklich Schwindelattacken bekommen in dem Auto. Wirklich. Beim Gas geben. Also da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. So, das ist Lukas auf jeden Fall und der lässt mich so ein bisschen hier mit Informationen ein bisschen Taycan, Luft schnuppern. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen Turbo S und Turbo? Also Turbo S ist, das Auto hat im Prinzip einen anderen Wechselrichter verbaut. Das heißt, der kann eine andere Amperezahl zur Verfügung stellen und kann dann in der Overboost-Funktion mit Launch Control entsprechend auf bis zu 761 PS und 1050 Newtonmeter Leistung hochgehen. Und beim Taycan Turbo, der hat einen kleineren Wechselrichter verbaut, kann man sich als Petrolhead vielleicht so vorstellen wie ein Turbolader, ein bisschen weniger Bar. Ne, so ähnlich kann man das, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Der kann dann bis zu, jetzt muss ich kurz überlegen, 680 PS und um die 800 Newtonmeter zur Verfügung stellen. Ja. Ne? Beschleunigungstechnisch ist das dann ab 100 km/h nach dem Overboost im Prinzip relativ identisch von der Leistung. Ne? Es geht mehr so um den 0-100-Wert. Ja. Und die Höchstgeschwindigkeit bei beiden, ist er gleich? Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden bei knapp 260, um die 260 km/h. Okay. Ja, die ist also identisch. Ja. Ja. Sehr schön. Das ist halt so, dass ein E-Motor thermisch irgendwann ab einer gewissen Belastung in einen Bereich kommt, die man ihm nicht zumuten will. Deswegen hat man die Höchstgeschwindigkeit dann in einer gewissen Weise da begrenzt, damit das Auto gesund viele Kilometer fahren kann. Ja. Sehr schön. Dann bauen wir den um. Was? Dann kriegt der einen Whitebody. Der kriegt sowieso einen Whitebody. So oder so. so oder so kommt das Ding ins Haus und das ist nur eine Frage der Zeit, wann wir den bekommen. Schön. Also die Scheinwerfer erinnern mich so ein bisschen an Bugatti. Mit so 4 Dingern und wirklich so schön quer. Schön. Sehr schön. Ich sag willkommen zu Hause, glaube ich. Ja? Also das Ding mit dem nächsten Auto, was wir umbauen werden. Ja, da muss ich auch noch dazu sagen, wir haben die Präsentation ein bisschen verpasst, weil wir zu spät waren. Ja? Und zwar 20 Minuten, weil wir im Stau standen mit einem Rolls-Royce. Ja? Nicht, weil uns der Akku ausgegangen ist. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wir waren ein bisschen zu spät, aber trotzdem sehr schön. Riesenaufwand hier betrieben. Also wirklich, die ganzen Pflanzen, nicht Pflanzen, so schöne Bank. Das sind alles so kleine Details. Ja? Also die Jungs, die wissen, wie es geht. Wirklich sehr schön. Ich war noch nie auf so einer schönen Präsentation, ja? Dass man so die Autos den Kunden zeigt und erklärt und alles. Also wirklich Respekt an Porsche will ich. Ne? Können sich die anderen Porsche-Zentren so ein bisschen die Schnitte abschneiden. So, nochmal gucken, wie viel Zoll der hat. Ja. Was hat der hier? Was hat der? Gut hier, auf jeden Fall gut hier. Und da sind 21 Zoll hinten drauf. Mhm. Guck mal, die stehen schon fast gut. Ne? Also wirklich... Minimal, aber wirklich, das ist Porsche, ne? Wirklich sehr, sehr sportlich von vornherein. Da braucht man keine Distanzscheiben, da braucht man nicht, was weiß ich was. Der Turbo S hat zum Beispiel diese schon schöne Carbonlippe schon. Sehr, sehr, sehr schön. Das würde ich vielleicht auch so ein Carbon machen. Weißt du, diese Lufteinlässe? Ja. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es bei Porsche sowas gibt, damit man das mitbestellen kann. Wir machen es auf jeden Fall. Nein. Nein. Okay. Guck mal, die Seitenschwelle auch schön, ne? So teils, teils abgesetzt mit dem Carbon. Sehr schön. Mhm. Mhm. Oh, das gefällt mir. Oh, schau mal. Das leuchtet, glaube ich. Und so ein Ding kriegst du auch nach Hause. Irgendwo bei uns in der Firma aufgehangen oder hingestellt. Schön, wirklich sehr, sehr schön. Schöne Präsentation. Oh, jetzt. Jetzt Wagen auf.
schön. Ladegerät. Boah, guck mal, wie tief. Das hat man auch, ne? Ja. Also was ich auch sehr gut bei dem Auto finde, ist auch hinten Platz für die Leute, die hinten sitzen. Beim Tesla war das so, die Batterie war zu hoch und dann hat man so gesessen, ja, sag ich mal so, Füße nach oben. Und hier haben die so ein bisschen was anderes sich ausgedacht. Die haben sie quasi wie so ein Puzzle, wie so ein Legostein rausgenommen für die Füße extra. Ja? Damit auch die großen Personen da drin sitzen können, gemütlich. Oh, die Türgriffe, guck mal, die abstehen, schön. Mhm. Also wirklich, Leute, das ist wirklich, glaube ich, von hier bis hier ist das alles aus Glas. Komplett wie Panorama. Oh, jetzt zu spät. Der ist sehr, sehr eingewachst. Ja. Aber geil. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid genauso gespannt auf die Probefahrt mit dem Taycan wie ich. Ja, in circa 10 Tagen, 10 bis 14 Tage dürfen wir den Taycan fahren. Und ich bin sehr gespannt und ich glaube, ich werde die nächsten 14 Tage nicht schlafen können. Seid gespannt. Bis dann. Ciao.